Ja. Das ist. Ich glaube, das nennt man Trailerpark oder irgendwie sowas, wo die in solchen Wohnhäusern wohnen. Und Zeitung kann man auch lesen. Man, what these game developers won't do for a buck. At least it's educational. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. So, jetzt muss ich aber mal eben ganz kurz in die Tastenkonfiguration gucken. Weil ich habe es gar nicht mal alles so im Kopf, wie das überhaupt hier geht. Denn eigentlich wollte ich mein Item wechseln, was ich in der Hand halte. Periode? Okay. Inventory. Use Item, Enter. Okay. Drop Item, X. Aha. Next Item, right, ne, das ändern wir mal, glaube ich. Da mache ich einfach mal U. Ne? So. Was ist Display? Okay. Der Rest, daran müsste ich mir eigentlich noch erinnern können. Jetzt kann ich hier mit U. Ja, das ist besser. Genau. Genau, jetzt haben wir ja hier diese Aufgaben. Und das Spiel ist sehr offen. Man kann hier rumlaufen, wie man will. Man kann die Aufgaben machen, wann man will, wie man will. Man kann den Tag ganz nett gestalten oder man kann ihn knallhart irgendwie bestreiten. Aber dann besteht immer wieder die Gefahr, dass man entweder stirbt oder im Knast landet. Das werden wir alles machen. Und ja, ich hoffe, das wird lustig und so, ne? So lol und hahaha, hihihi und ne? Egal. So. Als erstes müssen wir laut unserem Aufgabenzettelchen Geld abheben. Nein, wir müssen zum Paycheck, ne? Wisst schon. Ich kann gut Englisch. So, aber das Problem ist, das Teil ist irgendwo da hinten. Der Einkaufsladen ist in der Nähe, deswegen kaufen wir uns zuerst Milch. Aber wenn ich mich recht erinnere, braucht man dafür auch logischerweise Geld. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade. Doch, ich habe $20. Boah, das ist ja toll. Ich glaube, das reicht sogar für Milch. So, das Spiel ist ein bisschen buggy. Es kann sein, dass es abstürzt und ich das dann hier mit einer schwarzen... Ja, what's that awful stench? Ja, genau, hier riecht es ein bisschen schlecht. Glaube ich. Das haben sie wirklich toll gemacht hier mit so einem Fotodrinks dran geklebt. Und sag mal, gehst du mir aus dem Weg! Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Ja, es gibt ja auch diesen berühmten Nude-Patch, wo die Frauen hier alle nackt rumlaufen. Den werde ich aber, glaube ich, gewiss nicht drauf machen. Ja, also realistische Texturen. Von Weitem sieht es ja sogar realistisch aus, aber wenn man nah rangeht, dann, ja, da steckt null Textur hinter. Aber egal. So. Oh, Impress Only. Ja? Gerade niemand hier. Oh, da ist Milch. Oh. Ich, da hat man schon gerade eben die, Terroristen, natürlich Menschen anderer Kultur gehört. Und ich glaube, die sind nicht gerade sehr erfreut darüber, dass ich gerade da reingeschnüffelt habe. Deswegen muss ich mal eben, glaube ich, jetzt mal aufräumen mit meiner Machete. Ninja Action. Im Supermarkt. Das habe ich auch mal gemacht. So, jetzt habe ich natürlich hier drin schon für Chaos gesorgt. Jetzt bricht in dem Hintergrund auch das totale Chaos aus. Und das ist einfach das... Oh, guck mal, das ist der Typ mit der... Mit der Mistgabel. Und die ist verdammt cool. So, die kommt aber später zum Einsatz. Hier, da ist die Milch. Mensch. Ja, too easy. So einfach. So, ich würde mal so sagen, dass wir zu dem Job, wo der Prostitute eigentlich arbeitet, zum Schluss hingehen. So, ich bezahle die Milch nicht. Kannst mich mal. Boah, guck mal hier gleich mit. Au! Bist du. Hey! Hey, ich hab keine Waffe an. Geh mir aus dem Weg, du Penner! Boah, Junge, Junge, Junge.
Ja, so ist das. Man kann hier sehr schnell draufgehen, wenn man Scheiße baut. Aber dennoch. So. Ich habe doch so eine Pipe aufgesammelt. Die kann ich jetzt eventuell mal nutzen. This can't be good for me, but I feel so, great. Das ist doch mal was. Wir kriegen Milch und Geld obendrauf, ne? Und Waffen. Das ist ein Leben, wie ich es mir vorstelle. Okay. Ach, guck mal, jetzt habe ich sogar die richtige Taste noch gefunden, womit man Items wechseln kann. Na egal. Ja, da wollte ich jetzt zum Schluss hingehen. Wir gehen mal runter zur Bank. Das finde ich mal eine ganz gute Idee. Ja, Space drücken. Blub. Hier, im Laden gab es eine Schießerei. Ne, ich pass nicht auf. Scheiß Sonnenbrille. So. Das Lustige ist, man kann sehr viele Gimmicks hier in Postal machen. Ein Klassiker zum Beispiel ist, man nimmt Benzin und ein Donut. Ein Donut legt man ganz normal auf den Boden, man zieht drumherum einen Benzinkreis. Und wenn der Polizist, die sind alle ganz geil auf Donuts, und wenn die sich dann an den greifen, zündet man diesen Ring einfach mit dem Streichholz an und... Ja, das sind schon so ein paar kleine lustige Sachen, die man dann hier machen kann. Ah, guck mal, hier sind sogar Wegweiser. Da geht's zur Bank, zum Junkyard, zur Klinik und zur Factory. Und wir wollen ja zur Bank. Oder wollen wir zur Bank? Warte mal, welches war denn das üble Szenario? Ich glaube, es war beides irgendwie übel. Weil wenn ich jetzt zur Bank gehe, dann ist da so eine Megaschlange. Da hat sich der Postal-Dude keinen Bock, sich anzustellen. Also muss ich die Bank gleich ausrauben. Das ist jetzt so schon mal ein kleiner Spoiler. Aber ich gucke hier erst nochmal nach ein paar Items. Weil die sind ja hier in aller Welt verstreudelt. Und das ist schade, dass man die nicht einfach so aufsammeln kann und für später nutzen kann. So, ich weiß, ihr werdet mich dann wahrscheinlich ein Cheater nennen und... Cheater, ich gucke deine Let's Plays nicht mehr. Das ist ja voll so... Voll was für Noobs, was du machst, aber... Sweet. How convenient. Fascinating. So that's what that does. Dieses Spiel kann man einfach nur am besten mit Cheats spielen. But sauce. How convenient. So, wenn es mal wirklich pressig wird, dann nehme ich den. Ich habe nämlich keine Lust drauf zu gehen. So richtig. Und jetzt habe ich hier den Super Mario Cheat an. Jetzt kann ich super hoch hüpfen. Und das werde ich mir mal gleich zu Genüge machen. Wuhiaha! So. Ich weiß gar nicht, ob man dann bei zu großem Fall Schaden nimmt. Ich glaube nicht. Das ist ja wichtig, der Fischfinder. Munition. Mit dem Fischfinder kann man orten, wenn wir Scheiße gebaut haben, wo sich die Polizisten aufhalten. Das ist in brenzligen Situationen, in denen wir uns oft befinden werden, sehr, sehr nützlich. Deswegen auch weise zu einsetzen. Jetzt bin ich draußen. Weise einsetzen müssen, tun, machen, werden, sein. Guck mal, ob ich hier drauf landen kann? Nee. Aber es nimmt offenbar keinen Schaden. Boah, guck mal hier. Eine scheiß gedämpfte Pistole. Die wird mir auch nochmal nützlich sein. Oh, guck mal, eine Katze. Die wird mir sogar noch nützlicher sein. So. Entweder als Schalldämpfer oder als wütender Tornado. Hey, ich will hier runter, so. Mensch. Ey, wisst ihr, was ich von eurem Glas halte? Da. Hier freut sich irgendjemand gerade. Ach. Du findest das toll, dass da gerade jemand, ein Mensch gestorben ist, ja? Ich muss den Jeez, looks like a goddamn ja, town genau. Meeting. So. So, dann kommen übrigens hier Leute weg. Man macht ein bisschen Panik, dann wird die Schlange gleich weniger. Ja, Kick-Ass, ja, hier. Was glotzt du denn so dämlich? Hey! Ja, jetzt warten wir erstmal. Wir gucken, was die gute Frau uns sagen will. Okay, let's update your account and there you go. Great. You're welcome.
Can anyone help you? My bad. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Aber ich bin der Einzige hier. Außer dieser komische Lilliputaner, der mich die ganze Zeit anglotzt. I'll take the next person in line, please. Oh Mann. Okay, da ich weiß, dass man jetzt hier hinter gehen muss, um, ach guck mal, jetzt geht er doch noch dahin. Dann können wir uns vielleicht noch anhören, was die Frau uns gleich zu sagen hat. Ey, das gibt's doch nicht jetzt. Ne, egal. Komm, wir machen jetzt einfach, ja, die Frau sagt dann, ja, es gibt irgendwie kein Geld für uns. Und deswegen müssen wir jetzt quasi die Bank ausrauben. Das Problem ist, die Bullen hier. Die überwachen das Ganze, ja. Deswegen lasse ich das jetzt wie ein Unfall aussehen. Das sieht dann so aus. So. Wie sieht denn das aus? Ich habe die Taste nicht mehr im Kopf. Welche ist denn das? Ah, die. So. Die Katze räumt da jetzt ordentlich erstmal auf. Oh, Mist, jetzt wurde sie erschossen. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall schon mal wie ein Unfall passiert. Die Katze ist, sagen wir einfach mal, an Tollwut erkrankt. Und noch eine Katze, verdammt. Das wäre jetzt noch besser. Oder die Bullen sind jetzt weg. Das könnte auch passieren. Nee, scheiße. Katzen cheaten will ich jetzt nicht. Soweit will ich dann doch nicht gehen. Nur Waffen. Waffen ist okay. Und hier solche Gimmicks wie Hochspringen und sowas. Deswegen muss ich mich mal hier nach einer Katze umsehen. Vielleicht findet man... Man, I gotta stop smoking. Na, das sind jetzt die Nebenwirkungen der Pfeife, die ich gerade geraucht habe. Jetzt werde er gleich übelst Herzflattern kriegen. Oh, guck mal, eine Schrotflinte. Ha, was für ein Zufall. Es gibt da noch den Cheat, dass man turboschnell laufen kann und alles in Zeitlupe abspielen kann. Das werde ich mal alles so bei Gelegenheit mal so anwenden. So wie jetzt hier diesen Super Mario Sprung, der ja auch ganz nützlich ist. Das Ding ist, wenn man... I knew that stuff wasn't ja, jetzt geht das Herzrasen los. Das Ding ist, wenn man den Bereich wechselt, dann ist das sofort wieder deaktiviert, dieser Cheat. Bis auf die Waffen. Oder wenn man unsterblich ist. Oh, scheiße, jetzt kriegt der Herzflattern. Das wird mir gleich, glaube ich, Leben abziehen, wenn ich das... I don't feel so good. Aber ich brauche eine Katze, verdammt. Mist. Das ist ja ärgerlich. I knew I shouldn't have smoked ja. Crap. Ich sollte diesen Scheiß nicht noch mehr rauchen. Nicht nochmal rauchen. Oh, schade, ich hatte keine auf die Laterne. Na egal. Ja, was machen wir denn jetzt, Leute? Ich glaube, für den Anfang ist es mal okay, wenn ich mir wirklich mal eine Katze cheate. This is gonna be genau, sweet. Das ist der. Jetzt haben wir 20 Katzen. Es tut mir leid, dass, ich jetzt gemacht habe, aber ich finde hier gerade keine. Und deswegen kommt die nächste Katze. Scheiße, welche Tasten waren das jetzt? Oh nein! So, das... Willst du mich treten? Du hast dein Herz auf der Titte. Was machst du denn da jetzt? Oh! Das Spiel ist abgestürzt. Ja, das... das ist auch nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, ich beende das jetzt an dieser Stelle erstmal. Ich glaube, ja, ich nehme gleich weiter auf. Bis gleich.